Ja, hallo liebe Zuschauer, wir sind heute im Tierheim in Langenhagen und wie Sie unschwer erkennen konnten, geht es heute nicht um ein bestimmtes Tier, sondern gleich um mehrere Wellensittiche. Josie, wie kommt das? Ja, also unsere Wellensittiche kommen aus einer unkontrollierten Zucht. Da mussten sie aus der Wohnung rausgeholt werden und ja, jetzt sitzen sie halt erstmal bei uns. Wie viele sind das genau und was ist mit denen passiert da? Am Anfang waren es ungefähr 63, 64 Stück. Inzwischen konnten wir schon ein paar vermitteln, wie das passieren konnte. Unkontrollierte Zucht halt zu Hause gehabt. Die waren zwar ganz gut getrennt voneinander, aber da saßen 5 Stück auch in einem relativ kleinen Käfig. Es war also auch eine sehr schlechte Haltung. Dementsprechend sehen die Vögel halt auch aus, wie man vielleicht auf den Bildern auch sehen kann. Sie haben sehr viele fettgeschwulste Schnabelfehlstellungen, sind vorprogrammiert bei solcher Haltung und sind halt auch viele sehr flugunfähig. Also ein ganz bestimmter Fall von Animal Hoarding. Was muss man denn da als Besitzer für Eigenschaften vielleicht auch mitbringen? Müssen die irgendwie besonders gepflegt werden? Also besonders gepflegt ist bei Wellensittichen jetzt nicht so unbedingt. Man muss auf jeden Fall auf die Schnabelfehlstellung achten, dass man regelmäßig zum Tierarzt geht, dass man den Schnabel wieder kürzt. Am besten ein paar Vitaminpräparate mit unters Wasser mischen, dass die einfach das Immunsystem wieder besser aufbauen können. Ja, und dann halt müssen es Liebhaber sein, die einfach damit klarkommen, dass die halt so ein bisschen gehandicapt sind. Kann man sich da die auch einzeln holen oder muss man die in mehreren Gruppen nehmen? Wie läuft das da ab? Also da es unter anderem Schwarmtiere sind, auf jeden Fall mindestens 2 Tiere, vielleicht besser auch 4, Pärchenhaltung, also Männchen und Weibchen, wobei man dann zu Hause aufpassen muss, dass man die Eier entfernt von den Pärchen, damit nicht nochmal unkontrolliert gezüchtet wird. Wie alt sind die Tiere ungefähr? Weiß man das? So genau kann man es nicht wissen, es steht leider nicht auf der Ringnummer mit drauf, aber wir schätzen ungefähr ab einem Alter von 2 Jahren bis unendlich. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten da helfen und diesen Wellensittichen ein neues Zuhause bieten, dann rufen Sie einfach an unter der folgenden Nummer 0511 97 33 980. Das war's jetzt schon wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.